Thomas! Aufwachen! Aufwachen! Es ist ein neuer Tag! Hey, es ist Sonnenbrand! Aufwachen! Ich habe ein paar Pillen für dich. Komm, das nimmst du jetzt erstmal, dann fühlst du dich besser. Hier. Johanniskraut. Das ist gegen Depressionen. Wie viel brauchst du da? Nimm da mal ein paar. Vitamin D ist gut, anstatt in die Sonne zu gehen. Ja. Danke für diesen schönen Morgen. Danke. Danke. Schneller. Schneller. Kante. 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 Go, go, go. Here comes the meat sweat. Was nehme ich denn? Ja, drei Fleisch. Three meat plate. Obwohl die Beef Ribs sind nicht available on the meat plate. Ein Dilemma. Hi. I'd like the beef short ribs. And the three meat plate with pork ribs, chicken, and brisket, and the country potato salad, and the lemon poppy coleslaw, and two sparkling water. Ja, jetzt will ich mal gucken, ob das hier wirklich so gut ist oder ob das Internet gelogen hat und ich verarscht wurde. Wäre das erste Mal, dass das Internet irgendwas sagt, was nicht stimmt, ne? Ja. Thomas, howdy. Got you a little bit of a meat situation. Pulled Lamm, Bohnen, Kartoffelsalat mit Stücken, mega geilen Coleslaw und was sind das? Spare Ribs und Chicken. And of course the classic, the brisket. Ich weiß gar nicht, was das ist auf Deutsch. Okay Leute, jetzt gehen wir in den Hot Sauce Laden. Jetzt wird dieser Belly mal ein bisschen aufgeheizt. Wenn man sich Austin, Texas so anschaut, könnte man meinen, dass ganz Texas einfach super geil ist. Aber vielleicht ist auch Austin so cool, weil der Rest drumherum kacke ist. Das finden wir noch raus. Fangen wir an mild, humorous and novelty. Mit solchen Klassikern wie
Explosion. Megasaur Ass. Und Rectal Revenge. Ich frage ihn mal, ob ich ein Tasting machen darf. Mhm. Could I maybe try some hot sauce? Yeah, there's sauce in the back. Oh, we can just have at it? Yeah, there's all fresh food. Thank you. Das klingt ja total sicher. Fangen wir mal an mit Hot Avocado. Für alle AVO-Fans da draußen. Das ist überhaupt nicht scharf. That's good. Ja. Probier das mal. Das ist krass. Ja, nee, es ist einfach nicht so lecker. Die ist lecker. Die ist mega scharf. Willst du probieren? Ach. Eigentlich gar nicht so. Ich finde es einfach nur unangenehm. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir gerade so voll geil gegessen haben. Das machen wir uns jetzt kaputt. Scheiße auf Chips. With a tropical twist. Is it not so hot? I can eat really hot. I mean, I'm not trying to impress you. You work at a hot spot. Okay. Have you tried the sauce? No. It's good. It's a little too sweet for my taste. Oh, that's dangerous. Yeah, and just put it on the back of your tongue. Don't get it on the lips. Yeah. Oh wow, oh my god. Yeah, that's the stuff. Yeah. It's good, what a pleasant shop you run here. Wonderful place. Yeah. So this little bottle is $100. And where is the source on this scale? It's at the extract. Here. Kannst du auch probieren? Ja. Ich gehe jetzt dann eine Milch oder so holen. Du musst das jetzt probieren, komm. He wants to try it as well. Oh. Nicht die Lippen. Ja, nein, ja. Ui. I wouldn't say I enjoy it. I mean. Yeah, it's not really enjoyable. It's just pain. Yeah. Pain in a little bottle. Do you think that people go here to like experience pain? Is that like the. Oh yeah, they always want the hottest. That's what okay. Everybody wants. Das war so krass, wo ich gerade draußen war, um zu pinkeln und dann so gemerkt habe, da saugen gerade 30 Mücken an mir auf einen Schlag, zack, und ich habe noch nicht mal ansatzweise fertig gepinkelt. Ich habe angefangen, mir die Beine zu schlagen, es hat geblutet und musste noch fertig pinkeln und abschütteln. Ah, oh, das war echt. I wasn't prepared for this. Jetzt haben
fahren. Ja, aber ich will jetzt nicht rumdrehen, weil ich denke mir, vielleicht passiert hier noch was Geiles. Vielleicht läuft hier gleich so ein Krokodil über den Weg oder so. Das finde ich jetzt noch richtig geil. Heißt im Zweifelsfall, es ist eine gute Story. Und Salz, Gott erhalts! Das ist Joghurt. Magst du auch ein bisschen Joghurt? Aretha Franklin ist tot. Ich wusste gar nicht, dass sie noch lebt. Ja, ganz gut. Wir haben ganz gut geschlafen. Was ist heute auf dem Plan? Wir gehen heute in einen Gospel-Gottesdienst. Und ich werde nach dem Frühstück hier nichts mehr essen, weil ich Platz schaffen muss für den Burrito morgen. Faith. Da vorne steht's mit dem Schwert durch den Schriftzug. Sing mal Gospel. Praise the Lord. Handbremse. Wie macht man das? So. Aha. Okay, auf geht's. Tja, das war was, ne? Boah, meine Ohren läuten so richtig. Ist das... Ja, es war saulaut. Es war auch leider nicht so gut abgemischt. Ich fand es musikalisch ziemlich geil, muss ich sagen. Das hat mir schon gefallen. Und ja, es sind natürlich krasse Performer alles. Also schon klar, dass die ja alle so gut performen können, wenn die zweimal die Woche 3 Stunden sowas machen. Ja. Neben uns war ein Säugling. Der war maximal 3 Wochen alt. Ja, und vorne neben der Band, neben dem Monitor, war auch ein kleiner Säugling, der irgendwie so neben 140 Dezibel gelegen ist. Aber die Leute waren schon alle saunett. Die denken sich dann, ist das ein Tinnitus oder Gottes Wort in meinem Ohr?
Und wie ist es bei Wendy's? Das ist echt nicht so schlecht. Aber ich glaube, mein Geschmack hat sich auch einfach schon so ins Schlechte verändert, dass ich mich mittlerweile einfach freue, wenn ich überhaupt irgendwas im Mund habe und nicht so Kalorien einatme. Ich habe nur einen kleinen Burger gegessen, weil ich ja Platz machen muss für morgen, für die Burrito-Challenge. Hazel hat ein bisschen Schiss, aber ich denke, es wird schon passen. Wie viel Kilo sind's? Das sind 8 Pfund. Das sind, glaube ich, so 3,6 Kilo. 3,6 Kilo reines Fleisch? Nee, alles insgesamt. Also es ist halt, ich glaube, das ist mehr, als du bei deiner Geburt gewogen hast. Ah, wie so geht's aus? Ja, das ist nur der Bildschirm, der ausgeht. Ah, okay. Ah. Thomas macht zum ersten Mal das mit der GoPro. Ja, das scheint die Dinge. Wo sind wir gerade? Wir sind gerade eine halbe Stunde vor Atlanta, Georgia an der Tankstelle und machen eine kleine Snackpause. Bei? Bei Wendy's. Is it on? Yeah, you can take a burrito challenge, like to sit at the bar here. Yeah, sure. I'll get you all set up, sir. Do you think I can do it? I hope so. So the way the challenge works is it going to start the second you get the burrito? Mm-hmm. It has everything in it, and you can't take anything out. And then the manager is going to sit here and time you. And if you finish it within the hour, you get it for free. And if not, I believe it's $40. How many people finished it in an hour? We used to have a wall. Mm-hmm. I think about 6, 7, 8. It's not impossible. Are there any like secrets? The only secret I would say is drink water. Okay. Some people try to do it after they've been drinking alcohol. Mm-hmm. I would say just water. No, Also es heißt einfach, dass ich mir über alle Risiken an dieser Challenge bewusst bin. Ja. We'll find out in 1 hour. All right. Ohne Scheiß, ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll. There's a guy one, and he comes in here every week. To eat one? No, not to eat one, but you know, ever since he
won the burrito challenge. He comes back every week just to check in on us, usually on Saturdays. Have a drink and tell everybody he won the challenge. Jetzt setzt das Sättigungsgefühl ein. Scheiße. Na, ich hör auf. Sorry. Fuck. Ah, Mann, ich fühle mich so schlecht. Aber ich hätte mich auch schlecht gefühlt, hätte ich es geschafft. Ich habe wirklich versucht, alle Signale, die mein Körper mir sendet, zu ignorieren. So that's it, you're done? Yeah. Not even gonna try another bite? Get a little farther into it? Why don't you eat the rest? Yeah. I'm like 4 or so pounds, man. I tried another bite for like 2 pounds. And then I thought, okay, no. Es geht mir nicht gut, Leute. Ich leide. Wenn wir eine Apotheke sehen, gehen wir dann auf die Zusatzverholung. Hier ist eine. Ja, also jetzt will ich gerne einfach nach Hause. Das Verrückte ist, also total bescheuert, aber währenddessen habe ich mich so richtig geschämt, dass ich es nicht schaffe. Und jetzt gerade bin ich so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Achso, ich habe nicht gesehen, dass du mit der Corona. Na klar, rede ich mit euch, Leute. Ihr seid doch besten Feinde. Ich hab doch niemanden außer euch. Für euch gebe ich alles. Für euch esse ich den Burrito. Für euch esse ich einen halben Burrito. Ja, für euch esse ich einen halben Burrito. Für euch gehe ich die extra Mile zur Hälfte. Oh. Aua. Hallo zusammen, liebe Fashion-Fans. Wir sind hier an der Cleveland Avenue im Südosten von Atlanta, Georgia. Dort, wo der Young Thug, die Rap- und Stilikone von der heutigen Zeit herkommt. Und jetzt wollen wir mal herausfinden, wie die Leute hier ihn wahrnehmen. Excuse me, miss. Hi. I can't help you with Young Thug, Tongue Thug, or anybody else. Who's Tongue Thug? I don't know. I was just gonna go with Young Thug. I don't know. Rhyme with that. I have no clue. Yeah, I heard it. Yeah. Yeah, I heard of it. What's your favorite song by Young Thug? I don't know. He sings so many songs. I don't know. Have you heard of Young Thug? Yes. Do you like him? Yes. Do you like his music? Yes. Do you like his style? Sometimes. What do you mean sometimes? I mean, sometimes it's a little outrageous. I know normal people wouldn't wear that on an everyday basis. Not to work or to an interview? No. Or not like... Probably not even just around town. Also, sie hat gesagt, sie mag seine Musik sehr gerne und seine Mode mag sie auch manchmal. Aber manchmal ist es ihr auch einfach ein bisschen zu einfach außergewöhnlich. Es passt einfach nur in den Alltag rein und dann muss man einfach sagen, das ist mir zu viel. He's part of the, he's a feature on the song Havana. Have you heard of that? Havana. Do you like that song? Do you know Young Thug? Not personally. I listen to his music though. Do you like it? I do. What's your favorite song? It's on his new album. I think it's called Coco Chanel or something like that. Chanel? Or Go Get It. It's called Go Get It. Do you know Young Thug? I do. Do you appreciate his music? I do. What's your favorite song? Feel It. It's called Feel It. How's it go? It has bad words. Is that okay? That's perfect. Jetzt wird ein bisschen geflucht hier in Atlanta, aber das ist uns allen egal, wie wir verstehen es eh nicht. But like he sings, and I'm not a very good singer, but it's like,
I want that pussy in a race. I'm gonna make sure little mama feel it. Something like that. I like that. How do you dance to that music? Like this, 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 up here, and then go back down here. That's it. What is the symbolism of all this? What do you think is the reason that so many great and relevant artists of today are from Atlanta? It's the culture. It's, you know, it's growing up in civil rights. It's just camaraderie. It's the South, so it's like Southern hospitality as well. So it's just like a sense of togetherness as well. Thug, man, he creative. People like him, they push the culture forward. So he's definitely needed, man. I would consider him an innovator. I would say you're also kind of a fashion icon. I try to be, you know. Sometimes I'm rocking some jewels, but, you know, today I'm just kind of chilling. We're talking about how his fashion sense influences people and why such a unique artist comes from a city like Atlanta. Why do you think Atlanta makes an artist like Young Thug? Honestly, I don't know. I'm gonna be honest with you, I'm not sure. You seem to find this hilarious. Why is that? No, because you're just like... What is with that mumble rap? Why does he not speak so that people understand him? I have no clue. Also, wir haben hier ein Pärchen, wo sie wirklich einfach gar keine Ahnung hat. Und er findet es mega geil, dass sie keine Ahnung hat. Ich glaube, sie werden noch ganz lange zusammen sein. I got hundreds and fifties and twenties and bitches and liquor, I'm drinking it slow. I made money, I follow my shit about the ball in this bitch cause I'm raking in dough. Skrrr! Das habe ich jetzt wirklich einen sehr freundlichen jungen Mann gefunden. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass er wirklich eine gute Figur hat und ich das schon geschätzt gewusst habe, dass er einfach sich heute entschieden hat, hey, das T-Shirt ziehe ich heute nicht an. We need a tall guy with a beard. Weak beard. Yeah, weak beard is fine. Okay. We can Photoshop okay, the rest. Okay, great, great. What are your fashion tips for us? I'm trying to learn fashion tips myself. That's why I'm in Atlanta. So I don't really have any. I mean, be yourself, I guess. You know, self-expression is the best. Okay. It helps when you are yourself and you are already beautiful. Then you are just being beautiful. Thanks. You could throw it off like you got an all black, you know, you might can throw some color into it, like a bracelet or something, yellow or something like that, to kind of make it kind of pop. Play off each other. Yeah, pop, play off each other, yeah. This cough syrup drinking, mm-hmm. What about it? I don't know, I can't be the person to speak on that, but somehow it became part of the culture. I'm not into it, but, you know, what can I say, any other... Cocaine, whatever, it's on the line of all those kind of drugs, opiates and all that, so. But cocaine doesn't want to make you lean. Like, if I'm on cocaine, I'm not going to be like, just leaning. I'm not a cocaine, so I don't know. Would you be willing to try cough syrup to be more creative or not? Yes. Blazing it up. You hear me? My name is Hazel, so that people call me Purple Haze. Oh, nice. That's beautiful. Hinter mir ist Haus vom Thugger. Wir sind da auf der Roxborough Road. Im Norden von Atlanta. Das ist die Villa, wo der Young Thug allein durch sein Talent hergeschafft hat. Von ganz unten nach ganz oben. Na, wenn das nicht der amerikanische Traum ist. Ich war gerade in einer schwedischen Massage in Little Switzerland. Ich glaube, zum ersten Mal in dieser ganzen Reise bin ich so richtig entspannt. Es war echt krasser als schlafen. Ich bin sogar so... Ich habe immer so ab und zu mal geschnarcht, aber ich war schon noch bei vollem Bewusstsein. Es war ganz witzig. Also ich war so richtig so... Oh, total krass. Echt cool. Ja, die Little Swiss People, die wissen schon, was abgeht. Thank you.
Grüezi miteinander. Ich bin hier auf 1067 Meter über Meer in North Carolina in einer kleinen Gemeinde, die heisst Little Switzerland. Wie Little Switzerland wirklich ist und ob es mit der richtigen Schweiz mitheben kann, werde ich jetzt für euch herausfinden. This is Little Switzerland. What do you imagine real Switzerland looks like? Well, I've watched movies and television shows, and if I could only travel one place in my entire life, it would be to Switzerland, because I love Switzerland. I've studied it, I've sought out magazines and television shows, and the people seem lovely, and I like it. I'd very much like to go. I would imagine that the mountains are much bigger, it's much colder, just much more grand. Also, die Dame war zwar noch nie in der richtigen Schweiz, aber sie geht davon aus, dass bei uns die Berge grösser sind, das Wetter kühler ist und alles einfach ein bisschen grösser ist. What is your favorite thing to do in Little Switzerland? Probably shop. Are houses smaller here than they are in Switzerland? What do you think? Not necessarily. I'd say we have a good variety. Larger homes. Also, wenn das Windspiel in Little Switzerland schon so gross ist, kann ich mir ja fast nicht ausmalen, wie so manches Windspiel in der richtigen Schweiz erst ist. Ich fühle mich wirklich wohl da. Es hat Bäume wie in der Schweiz, Wände wie in der Schweiz. Und ich bin da, als wäre ich in der Schweiz. I hope that we meet when you come to actual Switzerland. I hope we do too, and I hope all your fans will come and visit us in North Carolina. We'd love to have them. We're both here, so. No, but I mean, if you have other friends who are coming, we welcome people who travel, and we're glad you're here. It's lovely, and the restaurant had a great lobster salad. Wir verlassen jetzt North Carolina in Richtung Tennessee. Thomas fährt komplett heißen Reifen. Ich habe versucht, die GoPro an die Scheibe zu montieren. Dabei ist mir schlecht geworden. Ja. Ja, aber es ist geil hier. Es erinnert mich ein bisschen an Hofs Grund. So hügelig, aber auch nicht zu bergig. Also nicht Schweiz, sondern eher so ein bisschen hügelig, ein paar Laubwälder. Eine schöne Rennstrecke. Ja, der Bus ist noch ein bisschen. I'm going to find something afterwards. I do that. It's like a natural thing. Like it's a little more. Because of these guys. Das ist ein neues Level von pünktlich sein. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, nachdem wir einmal quer durch die USA gefahren sind. Und komplett die Zeit vergessen haben. Komplett getrödelt. Da ist er. Der Dili. Heute war der super Cheat Day. Ja, als Krönung einer Cheat Week. Als Krönung eines Cheat Months. Ja, eines Cheat Summers. Wir versuchen hier die ganze Zeit so zu tun, als wüssten wir nicht, wer Trump ist, aber irgendwie weiß niemand hier, wer Trump ist. Also der wird einfach so knallhart wegignoriert. What is your favorite thing about DC? Well, I like it with all of it, you know, like White House, George Washington, you know, and everything is cool. It's okay, you know what I'm saying? Not my cup of tea. Why do you mean it's not your cup? Is it too big or? It's too big. It's crowded. Yeah. The transportation and just even driving here, it seems to be difficult. It's horrible. It is horrible. Yeah. That's why we are walking. What is there to do in DC for us? Maybe three tips, and then I'll let you talk to your dad again. Three tips. I mean, the obvious answer is to go to the Smithsonian or any of the museums. The second would be to. Dad, what do I do in D.C.? What do you do in D.C.? Oh my goodness.
I'm here for a convention for work, so I don't even know. What is your job? So I run an STD surveillance system. Oh, no way! Do you have an STD? I don't, but if I ever did, I would get my medication under the table so I wouldn't be in my database. Does your dad have an STD? You don't have an STD, right, Dad? I don't think so. We don't think so. Please, could you give the Swiss viewers one really good advice on how to prevent or cure an STD? I mean, the obvious answer is wear a condom. At all times. At all times, or at least get regularly tested with your partners, because the majority of people who get STDs are in relationships. Are you wearing a condom right now? It wouldn't fit. It's too hot for that kind of a thing. What's up, Dad? You're being set up. That's all right. No. It's not about this. So this is being cut out. Why are you filming? Are you seeing this? Is it FaceTime? He's facing the camera. This is so crazy. You know, how much data do you have a month? So he pays for it. Report how stupid Americans are. I'm sure. No, we actually want to try the opposite. I'm at least somewhat articulate. Yeah. No, we're surprised actually at how non-stupid everyone is. Well, at least I could do something. Yeah. Well, take care. And take care, Dad. Thanks for hanging with us. I think he said, you're welcome. Okay. Thank you. Have a good day. Thank you very much. Bye. Good luck. Yeah, geil. Is it good?